Guten Morgen aus Malacca. Jetzt haben wir gerade unser Hotel verlassen und jetzt schauen wir, dass wir in die Altstadt kommen und schauen uns hier ein bisschen um. Gell? Ja. Wir sind gestern schon angekommen, aber gestern hat es geregnet. Wir sind jetzt mit dem Bus hergefahren von Kuala Lumpur, aber es hat geregnet, wie gesagt. Wir waren dann noch ein bisschen unterwegs. Aber heute ist richtig Sightseeing angesagt. Das Coole an Malacca ist, dass hier eigentlich unglaublich viele Kulturen zusammenkommen. Das war irgendwie, es ist der erste Ort gewesen, an dem sich der Islam ausgebreitet hat. Dadurch kamen dann schon viele Inder und Perser. Dann sind die Portugiesen hergekommen, haben das Ganze eingenommen. Dann kamen die Niederländer und dann die Engländer. Und alle haben sich hier irgendwie in der Stadt verewigt. Und das gibt ein sehr interessantes Gemisch. Und das macht diesen einzigartigen Flair der Stadt aus. Und jetzt schauen wir, dass wir den heute noch ein bisschen mit der Kamera einfangen können. Natürlich ist das Ganze auch mit viel Gewalt in der Geschichte verbunden. Die Portugiesen sind ja nicht hergekommen und haben mit Wattebällchen um sich geworfen. Natürlich ist es gewaltsam eingenommen worden. Die Niederländer haben es denen gewaltsam abgenommen, aber dann ist es nicht. Dann wurde es ja an die Engländer von den Niederländern per Vertrag übergeben. In den 50er war das dann soweit, dann die Engländer haben das natürlich eingesehen, dass die Kolonie nicht gehalten werden kann. Und somit ist es halt dann friedlich an Malaysia übergegangen. Die haben das halt noch verstanden, weil überall in vielen Kolonien, wo die Engländer waren, die haben das per Vertrag rechtzeitig abgegeben, ohne dass da zu viel Chaos entstanden wäre. Das ist zum Beispiel bei den Niederländern nicht der Fall. Wie man zum Beispiel in Indonesien sieht, da ist das nicht ganz so nett und zivilisiert abgelaufen. Das dahinter uns, das die letzten Überreste des portugiesischen Forts auf Formosa, das sollte hier eigentlich die Stadt schützen. Das wurde dann auch noch von den Niederländern weiterverwendet. Und als dann während der Napoleonischen Kriege die Engländer das hier quasi beschützt haben, damit sie nicht die Franzosen einnehmen können, haben sie während ihrer Schutzzeit das Fort abgetragen und es danach den Niederländern ohne Fort zurückgegeben. Das ist natürlich auch eine Art Bärendienst, die sie denen dann erwiesen haben. Ist aber auf jeden Fall noch sehr schön, da kann man noch gut erkennen, wie groß und beeindruckend das Fort früher mal gewesen sein muss. Ganz schön heiß, wir sind jetzt schon seit 5 Stunden, 4 Stunden in der Stadt unterwegs. Jetzt geht es langsam, jetzt wird es 4:30. Aber es geht dann auch noch einen Hügel hoch. Da sieht man das Meer da hinten. Gibt aber keinen Strand. Wir sind jetzt hier am Paulshügel. Da stand früher eine portugiesische Kirche oben drauf. Die haben die Niederländer, glaube ich, dann noch verwendet, aber sie ist dann später von den Engländern nur noch als Munitionsdepot verwendet worden. Die schaut aber auf jeden Fall sehr nett aus. Das ist eine schöne, romantische Ruine. Eine nette kleine Bar.
Bar gefunden, hier direkt am Fluss. Das ist sehr schön. Wir haben auch Besuch von der kleinen Wirtentochter. Voll cool hier, so am Fluss. Jetzt wieder zurück im Hotel. Das war ganz schön anstrengend. Irgendwie so die Hitze macht mir immer ein bisschen zu schaffen. So den ganzen Tag rumlaufen bei über 30 Grad. Aber Malakka ist so hübsch. Also mir gefällt es hier so gut. Hätte ich gar nicht erwartet. Aber jetzt bin ich froh, dass wir zurück sind. Möchtest du nur weggehen, Friedrich? Ja, später vielleicht. Wirklich? Ja. Ich glaube ich nicht. Ich gehe jetzt duschen und ich glaube, wir werden mir dann ins Bett hauen. Na gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.